Hubschrauber Schnellwissen, immer noch in der Urlaubsedition. Also, für manche war es leichter, für manche war es ein bisschen schwieriger, für manche war es gar nicht lösbar. Folgendes: Wir können leider in der Fliegerei, oder was heißt, viele sagen, nee, zum Glück, Andreas, wir können in der Fliegerei nicht so fliegen, wie wir wollen. Ja, das heißt, ich kann nicht sagen, ich mache jetzt 3 oder 4 Tage nur diesen Monat frei und die anderen 6 Tage arbeite ich in der Woche. Selbst wenn sich das mit den Flugdienst- und Ruhezeiten am Ende und so weiter ausgehen würde, ich muss Ortstage nehmen und Ortstage sind genau die Tage, die ich frei nehmen muss. So sind freie Tage definiert und davon brauche ich Minimum 7 Stück im Monat und da darf ich auch nicht gewerblich fliegen und auch nicht irgendwas im Büro machen. Da muss ich frei haben sozusagen. Aber ich kann natürlich privat fliegen. Also ich könnte natürlich sagen, da hatte mir auch jemand geschrieben, ja, hier unten steht ja mein eigener Hubschrauber, ne? Ist klar. Den könnte ich natürlich nehmen und könnte damit privat durch die Gegend fliegen, so viel ich möchte. Und das zählt nämlich nicht in meine Flugdienst- und Ruhezeit mit rein, weil ich da nämlich privat unterwegs bin. Ja, also von daher, das würde schon funktionieren, aber eben nicht gewerblich oder auch nicht als Fluglehrer oder auch keine, also das ist meine Definition jedenfalls, oder auch ich darf keine Prüfung abnehmen. Aber vielleicht guckt mir jemand vom Luftfahrtbundesamt zu. Ich denke da schon an eine ganz bestimmte Person. Und weil ich bin ja offiziell dann fürs Luftfahrtbundesamt tätig. Also eigentlich dürfte das dann auch nicht sein. Selbst wenn ich sage, oh, ich nehme dir privat eine Prüfung ab, weil es ein Spezel von mir, der irgendwie privat nur fliegt. Meiner Meinung nach fällt das mit in die Flugdienst- und Ruhezeiten rein, dass ich das nicht irgendwie privat machen kann. Also 7 Ortstage muss ich nehmen. Und jetzt Achtung, jetzt kommt noch ein kleiner Tipp für die erfahrenen Piloten unter euch, die es noch nicht wussten. Also jetzt erstmal, das kennt ihr sicher, ihr müsst ja die Ortstage im Voraus festlegen. Aber es ist nicht definitiv, es ist nicht definiert, wie viel im Voraus. Die meisten machen das 1 Monat im Voraus. Ich kann das aber auch einen Tag im Voraus machen. Also von daher, es ist nicht definiert. Steht einfach nur, ist im Voraus festzulegen. Und von daher bleibt einem da offen, wann man das irgendwie festlegt. Aber am Ende des Monats muss man natürlich die 7 Ortstage irgendwie untergebracht haben, indem man sie vorher festgelegt hat. Aber wenn ich natürlich jetzt nicht weiß, wie sieht in 3 Wochen mein Dienstplan aus oder in 2 Wochen, weil sich noch so viel verschiebt, ich kann meine Ortstage noch nicht festlegen, dann mache ich das zwar vorher, aber eben erst dann, wenn ich es eben weiß, ah, so kann ich das jetzt irgendwie gestalten. Ja, so. Von daher kann mir ja auch niemanden zwingen, weil im Dienstplan wird sich immer irgendwas verschieben oder meistens verschiebt sich dann mal irgendwas. Da wird mal einer krank oder da ist mal irgendwie dies oder ist das oder bei mir ist irgendwas. Ja, so, da muss ein anderer einspringen. Der muss ja seine Ortstage auch nochmal verändern können. Deswegen reicht es, wenn man sie im Voraus festlegt, aber nicht eben einen Monat im Voraus, sondern ein Jahr im Voraus. Und ich kann das von mir aus auch einen Tag im Voraus machen. Ne? So, also diese 7 Ortstage muss ich nehmen und da komme ich nicht drum herum. Das heißt, lieber Chef, nein, ich kann leider nicht aus dem Urlaub zurückkommen. Geht nicht. Ich habe zwar schon 4 Ortstage genommen, aber die anderen 3 muss ich auch noch nehmen und erst danach kann ich wieder Vollgas geben. Ich kann sie also auch nicht mit in den nächsten Monat nehmen und dann sagen, dann mache ich da 11 oder was weiß ich oder 10. Nee, ich muss die immer pro Monat nehmen, diese 7 Stück. Sind es. So viel also dazu. Wenn dazu noch Fragen sind, gerne unten in die Kommentare und dann schreibe ich da natürlich gerne eine Antwort zu. Vielen Dank.